Herzlich willkommen bei S21bauTV. Ein kleines Update. Und zwar die Schwindgasse zwischen K9 und R6. Wir haben schon ein paar Mal berichtet und wie vermutet, das Schalungselement ist drin. Jetzt kann es losgehen mit der Armierung. Und hier unten der Mischer, da schauen wir gleich nochmal drauf. Ja, und der Mischer liefert den Beton für die Spannbetonbrücke in BA11, die erste, die heute betoniert wird, nämlich Gleis 3. Dann nehme ich euch doch mit und das schauen wir uns auch noch vom Personensteg an. Hier sehen wir auch die zwei Pumpen, die auf der Baulogistikstraße stehen. So, wir sind am nächsten Fenster angekommen. Hoppla. Ich gehe mal eine Spannbetonbrücke weiter auf Gleis 3, Bahnsteig 3, und da sieht man sehr schön, wie die Spannseile verlegt sind.
diese nach unten gehen. Und wenn man die spannt, drückt es dann entsprechend nach oben und somit hat man die Gegenkraft. So, wir gehen ein Fenster weiter. Direkt der Blick nach unten. Rechts sehen wir, der nächste Mischer ist angekommen. Da geht es also jetzt auch gleich weiter. Zuerst habe ich ja geplant, von BA9 zu filmen. Aber ich glaube, hier ist der Einblick ja viel besser, trotz dieser Plexiglasscheibe. Das ist auch eine gute Stelle hier. Das ist recht sauber. Trotzdem werde ich jetzt weiter spazieren und auch mal von drüben versuchen. Besonders wenn die Betonage soweit fertig ist, dass man oben die graue Pampe sieht. Dann hat man bestimmt von drüben auch einen guten Blick. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao.